Tja, hallo und herzlich willkommen bei einem wunderbaren neuen Unboxing. Und zwar haben wir heute wieder die Kingsbox und die Gamesbox tatsächlich. Die Gamesbox, muss ich sagen, ist tatsächlich ziemlich groß diesen Monat, November. Das ist sowieso ein Ding, dass ich im November den November-Loot tatsächlich auch öffne. Dann wollen wir doch mal so gleich nachgucken, was wir hier so Tolles drin haben in der normalen Kings-Loot in der Kingsbox. So, zum einen haben wir wieder das Kärtchen. Dann haben wir hier, fangen wir mit was Kleinem an heute, haben wir Pocket Pop von Orisa wieder aus Overwatch. Na ja, hat sich scharf gestellt, sehr gut. So sieht das kleine Püppchen aus. Coole Sache. Funko Pop geht ja immer, die kleinen Figuren zum Sammeln, das geht ja immer. So, was haben wir hier noch so drin? Marvel Collector Series Thor vs. Loki. Okay. Das ist wahrscheinlich wieder Adult Collectible, not a toy. 17 plus steht drauf. Auf der kleinen Box. So sieht die kleine Box aus. Was heißt, dass ich nicht gezeigt habe? Das ist Loki. So, irgendwo stand der Alters Ding drauf. Da. Warnhinweis. 17 älter Content. Alles klar. Da bin ich mal gespannt, was hier drin sein soll. Ich hoffe, eine Hilfe, um Klebestreifen abzumachen. Hatte ich nicht irgendwo mal ein Messer hier rumliegen? Richtung für alles Bene. So, na, geht doch. Na komm. So, ach du Scheiße. Was ist das denn alles? So, hier haben wir auf jeden Fall schon mal einen dran. Und ganz, ganz, ganz viele Figuren. Und eine Figur zum Zusammenbauen. Das schaut mir nach Loki aus, wenn mich nicht ganz alles täuscht. Loki und Thor halt. Und beide teilen sich einen. Ach ne, beide teilen sich nicht einen Körper. Okay, bauen wir die doch mal zusammen und gucken mal, wie es insgesamt dann aussieht. So, schon mal Lokis Körper. Und der ist sogar noch in einem Stück. Ich bin positiv überrascht. Das ist ja nicht immer so der Fall. So. Stecken wir die Figuren kurz zusammen. So. Damit hätten wir schon mal Loki. Würde ich mal behaupten, dass es Loki ist. Und dann kann man die hier so lustig reinstellen, oder? Auf den Thron. Okay, ich stecke erstmal den Körper hier rein in den Thron. So sieht es aus, ob Loki hier oben reinpasst. Ja. So, dann setze ich noch mal kurz den Kopf drauf. So. Hätten wir schon mal Loki auf dem Thron. Dann setzen wir uns noch kurz Thor zusammen. Oder ich zerreiße erstmal die Packung. Was war überhaupt das Thema in dieser Woche, in diesem Monat? Ich hab's vergessen. Okay. So. Hätte man auch ganz einfach machen können, wenn man es schon zusammengebaut. Ich stecke das erstmal gleich hier rein. So, gucken wir es mal wie rum. So rum, ist klar. Thor vs. Loki. So, und dann haben wir noch Thors Kopf. Hier, noch nichts abbrechen. Es ist heil angekommen, also habe ich auch Lust, es heil irgendwie zusammenzusetzen. So,
haben wir eine kleine Szene hier. Thor und Loki. Wie die beiden Kontrahenten aufeinander losgehen. So, aber das ist irgendwie noch nicht ganz fest hier. Das ist irgendwie noch schief und krumm. So. Irgendwo. Irgendwann fange ich wieder zu leben an. Irgendwann. Na komm. Thors Kopf sitzt noch nicht richtig drauf. Ich traue mich nicht wirklich. Na, das ist Loki schon abgefallen. Gut, ich kümmere mich da später einfach mal drum. Haben wir gesehen. Thor vs. Loki Item. Ja, why not? Wieder mal ein kleiner Staubfinger. So, und weg mit dem Papp. So, was haben wir hier noch drin? The Joker Playing Cards. Justice League. Okay. Aha. Was sind das die Karten? Contents. Einmal Pack of 52 Playing Cards. Zwei Jokers. Storage in Aha. Inclusive. Also ein Kartenspiel. Im, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es Joker-Stil zu nennen ist. Gucken wir einfach mal nach. Ah, sowas ist das wieder. So ein kleines Böckchen, das hatten wir ja schon mal gehabt. Bei dem Poker-Set von Joker. Ja, und es ist halt tatsächlich wieder, genau. Ne, Kartenset. Spielkarten im Batman-Stil, beziehungsweise im Joker-Stil. Coole Sache. Muss ich sagen. So, dann. Genau, es gibt ja mittlerweile, ich weiß gar nicht, ob die jetzt wirklich noch neu ist, es gibt ja die King's Loot Anime Box rund um Animes mittlerweile und dieses Mal limitiert ist wieder irgendwas mit Wizards, Wizarding World Limited Editions Box gibt es mittlerweile auch nochmal auf King's Loot. Hinten sind wieder irgendwelche Benimmcodes drauf für, ja. Genau. 5 bis 7 Items im Gesamtwert von über 70 Euro. So ist das. Und man zahlt die vielleicht eine Hälfte davon. Wenn das hochkommt. So, dann haben wir noch ein Overwatch-Item. Und zwar ein Bastion-Light. Okay. Off, on und 2. Er hat verschiedene. Ein Light von Bastion, Bastion, ich habe keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Es ist auf jeden Fall der umfahrende kleine Panzer, mit der Maschinen. So, Bastion Light Instructions, das heißt, um eine Betriebsanleitung. USB-Kabel. So, und es ist tatsächlich ein Bastion. Bastion, ich habe keine Ahnung. Ich gebe es wenigstens auch nicht zu. Dass ich keine Ahnung habe. Es ist aber auch nicht verwunderlich. Ich habe sowieso keine Ahnung. Also. So, gucken wir mal, wie das Ganze aussieht. So, hier ist der Micro-USB-Anschluss. So, genau. Dann schauen wir einfach mal, was passiert, wenn wir den anschließen. Wenn ich den Kabelbinder aufkriege, vorausgesetzt. Lalala. Die nachfolgende Serie verzögert sich um mehrere Stunden. Schauen wir einfach mal, ob das Ding überhaupt funktioniert. So, USB. Ich habe hier sozusagen jede Menge USB-Ports und noch an meinem Mauspad dran. Gucken wir mal. So, jetzt hat tatsächlich die Bedienungsanleitung. Made in China. Was sonst? Ach, das ist nur der Lieferumfang. Micro-USB-Kabel. Okay. Irgendwo hier hinten.
Ja, das ist wieder Technik, die begeistert. Oder fehlt hier noch irgendwas? Ich habe das Kabel drin. Ist das eventuell... Ach, der scheiß USB-Port, der nicht richtig funktioniert. Genau, an Strom ran. Sehr lieb, nur ein bisschen dumm. Okay. So, Bildersprache. Ja, keine Ahnung. Ich werde aus der Bedienungsanleitung momentan auch nicht schlau. Weil hier hinten sollst du irgendwo drauf drücken. Sonst wird es abgebildet. Gut. Ich werde noch herausfinden, wie das Ding funktioniert. Das ist nicht richtig angeschlossen. Dass die Strömlinge hier oben alle vollkommen versagen. Obwohl, kann eigentlich nicht sein, es leuchtet blau. Nein. Ich habe hier irgendwie. Eins von den Löchern hier. Hier vorne drauf auch nicht. Du hast dich unten. Wo sollst du das Ding einschalten? Ich habe tatsächlich, und aus der Bedienungsanleitung gilt auch, wird auch nicht sehr präzise gesagt, wo du da jetzt drauf drücken sollst. Es wird wirklich nicht sehr präzise gesagt. Also ich habe da hinten nirgends wirklich einen Knopf zum Ein- und Ausschalten. Was ich jetzt irgendwie schade finde. Okay. Vielleicht finde ich es noch raus. Blizzard Entertainment, da haben wir es wieder. Schamloseeigenwerbung.com. Oh, man kann es aufmachen. Oder was, man kann es aufschieben. Aha. Haben wir es doch noch rausgefunden. Leuchtet blau. Aber jetzt habe ich leider nicht mehr im Blick, wie ich das jetzt gerade gemacht habe. Ich habe einfach hier hinten irgendwie irgendwas gemacht. Dann ist das auf einmal angegangen. Das hinten tatsächlich der Schalter sein. Das ist aber ziemlich schwer zu machen. Aber leuchtet jetzt rot und blau. Haben wir es einmal gesehen, alle, ne? Einmal rot und einmal blau. Und jetzt. Aha. Okay, jetzt ist wieder aus. Alles klar, es funktioniert auf jeden Fall. Wir haben es gesehen. Nur das mit dem Ein- und Ausschalter finde ich jetzt persönlich ein bisschen. Ja. So, wir haben noch. Oh, wir haben noch Glaskunst. Und zwar von Zelda, tatsächlich. Haben wir ein bisschen Glaskunst. Haben wir Link, Zelda und Ganondorf. Wahrscheinlich Künstlerin wieder Maike Thomas. Ich gehe davon aus. So, und dann haben wir selbstverständlich noch das T-Shirt. Und zwar natürlich ist es auch wieder im Joker- bzw. Batman-Stil gehalten. So, mal vorbeilunsen. So sieht das Ganze aus, genau. Joker, den Batman auslacht. Sehr schön. Oder auch nicht schön. Je nachdem, wie man es betrachtet. So. Das war's mit der normalen Kingsbox. Aber wir haben hier noch, genau. Kingsbox, November. Heroes and Villains war's, genau. So, und der nächsten, was ist denn da drin? King's Loot Before Christmas ist das nächste. Das Premium-T-Shirt. Why so serious? Der einzige, der nicht zu lachen hat, ist der dunkle Ritter. Künstlerin Maike Thomas. Marvel-Figur Thora vs. Loki-Figur. Wenn diese beiden Streithähne aufeinandertreffen, dann sollte man besser das Weite suchen. Overwatch, Funko Pocket Pop, Oriza oder Oriza, ich habe immer noch keine Ahnung, wie man die ausspricht. Oriza beschützt ab jetzt deinen Schlüsselbund. Welcher Overwatch-Charakter ist dein Liebling?
Frage in die Runde. Welcher ist euer Lieblings? Overwatch Character. Meiner ist Junkrat. Da bin ich ganz ehrlich. So. DC Comics, The Joker, Spielkarten. Diese liebevoll verzierten Spielkarten sind ein Muss für jeden Joker und DC-Fan. Da falle ich schon mal raus. So, genau. Kingglass, Triforce, genau. Diese drei Wesen führen eine komplizierte Dreiecksbeziehung über mehrere Zeitstränge hinaus, von der ich schon lange vergessen habe, wie, was, warum und wieso und weshalb und so weiter. Overwatch, LED, USB, Lampe, Bastion oder Bastion, ich habe keine Ahnung. Diese coole Lampe in der Form von Bastionskopf kann sogar die Farbe je nach Stimmung wechseln. Genau, und wir hätten, wenn ich jetzt die Legend Box gehabt hätte, hätten wir noch gehabt. DC Comics, The Joker Collectible Light. Diese detaillierte Figur des Clown Prince of Crime steht unter einer schützenden, leuchtenden Kuppel. Also, und dann haben wir noch als Legend Disney Metal Fix Diecast. Figur Mr. Incredible. Er ist nicht nur einer der größten Superhelden überhaupt, sondern meistens auch ein Super Dad. Und da haben wir einmal die beiden, wenn wir die Legend Box hätten. Genau. Genau, wie immer werde ich euch die Musik irgendwo unten verlinkt haben und wie ihr zu Kingsloot kommt. Genau. Dann sehen wir uns gleich beim nächsten Unboxing wieder. Ich muss hier noch ein bisschen aufräumen. Ach, Weihnachten steht auch schon wieder vor der Tür. Ich habe hier noch einen Adventskalender rumliegen. Ja. Wunderschön. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dann. Ciao.